Hallo Freunde, hallo YouTube. Ein gutes neues 2018 möchte ich euch noch wünschen. Das hier ist mein erstes Video auf YouTube in 2018. Hoffe, kommen noch ein paar. Bin zurzeit so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen YouTube müde. So nach dem Motto, vielleicht ist schon alles gezeigt, was zu zeigen wäre, was zu zeigen ist. Heute möchte ich euch einen Neuzugang zu meiner Spyderco-Sammlung vorstellen. Hier oben dieses Messer habe ich schon vorgestellt. Es dreht sich hier um Spyderco Polestar, um den Nordstern aus der Budget-Serie von Spyderco. Budget, laut Spyderco, günstige Messer. Haha, kann man manchmal in Deutschland dazu sagen. Aber wenn man seine Messer, so wie ich, so aus den Staaten bezieht, speziell über die E-Bucht, kann man sich ja seriöse Händler raussuchen, die das zu gemäßigten Preisen vertreiben. Manche verlangen kein Porto und man kann sich's dann raussuchen, wenn man dann geduldig ist und vielleicht 14 Tage bis 21 Tage drauf wartet. Kann man sich ein schönes, günstiges Budget Spyderco zulegen. Um das Messer heute dreht es sich hier unten. Ich lege mal hier dieses Polestar so ein bisschen weiter nach oben. Dieses Messer hat auch einen Sternennamen oder einen Sternnamen. Alcyone im Sternennebel der Plejaden. Meine astronomischen Kenntnisse hier nicht überbewerten, so heißt halt das Messer, das ich jetzt euch vorstellen möchte. So sieht es aus, wenn jemand mit Handschuhgröße 9 das greift. Für mich ist es ein Vierfingermesser, hier Daumenrampe mit Chimpings. Seht mir es jetzt nach, wenn ich euch jetzt nicht die exakten Daten mit durchgebe, kann man es sehr gut in Spyderco's Homepage nachlesen. Alcyone mit C und Y, ein Liner-Lock-Messer, Klingengang ist gut, Klingenlänge so 6-7 cm. Dieses Messer, das Alcyone und das Nordstern, das Polestar, sind jetzt halt meiner Meinung nach so die überarbeiteten Tenacious und Co. Tenacious hatte den chinesischen 8CR13 MOV-Stahl. Als Klingenstahl hier kommt ein amerikanischer Stahl zum Einsatz bei beiden Messern, der Carpenter BD1, bekannt vom UKPK. BD1, ein recht schnitthaltiger Stahl, leicht zu schärfen, also mir geht es jedenfalls so. Und einige Insider sagen sogar, er setzt sich sogar von Carpenters Premium-Stahl, dem XHP, ab. XHP habe ich, glaube ich, im Spyderco Chaparral. Da tat ich mir ein bisschen schwer, den zu schärfen. So ein pulvermetallurgischer Stahl, so auf D2-Stahlbasis. BD1, Carpenter, altbekannte amerikanische Firma, bei den Amis muss man ja sagen, was alles so um 1890 wäre. Also Gründung ist ja schon alteingesessene Firma. Hier am Alcyone machen wir geschwind weiter. G10-Beschalung, G10 im, ja, so grau-blau geriffelt. Es hat schon Substanz, es ist daumengriffig. Daumengriffig, tolles Wort. Also rutschfest, kann man sagen. Ein
nicht Deep Carry Pocket Clip ums Lanyard-Loch rum. Torx-Schrauben, 8er Torx, finde ich jetzt gut. Früher hat Spyderco hier 6er Torx gehabt, da 6er Torx und da ein 8er Torx. Also es lässt sich jetzt quasi öffnen mit, ja, sage ich jetzt mal, mit einem Torx-Schrauber. Wie gesagt, ich werde die Daten dann noch in die Videobeschreibung mit reinhauen. Und hier nochmal zum Größenvergleich. Hier haben wir das Polestar. Ne? Hier haben wir das Polestar und hier haben wir oben liegend das Alcyone. Ich bin gespannt, ob von dieser Serie noch was kommt. Das Alcyone wie das Polestar, die kommen zu meiner Sammlung und zu meinen Usern. Also es werden Arbeitsmesser werden. Budgetmesser bei Spyderco, bei mir User und ja, ich sage es mal Sammlermesser. Das soll es jetzt schon gewesen sein. Bedanke mich fürs Zuschauen. Es grüßt der Indoranger.